Auf den Tag heute vor einem Jahr kam mit der Einlieferung des ersten Covid-Patienten in die München-Klinik Schwabing das Coronavirus in Deutschland an. Knapp einen Monat später wurde auch in Nordrhein-Westfalen der erste Fall identifiziert. Und damit sind es nun schon 11 Monate, in denen die Pandemie unser aller Leben maßgeblich prägt. Seit fast 3 Monaten leben wir im Lockdown, seit 6 Wochen im harten Lockdown mit eingeschränkten Kitas, leeren Schulen, geschlossenen Geschäften sowie weitreichenden Einschränkungen. Die Belastungen für Familien, für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Pfleger, für jeden Einzelnen, sie nehmen von Tag zu Tag zu. Und besonders trifft es die Jüngsten. Und wir spüren doch jetzt alle, wie wichtig für kleine Kinder Präsenzunterricht in der Schule ist. Homeoffice für kleine Kinder ist keine dauerhafte Lösung. Und deshalb ist das, was Kinder im Moment vermissen, was ihnen fehlt, was ihrer Entwicklung möglicherweise auch Schäden zufügen könnte, etwas, was uns ganz besonders schmerzhaft fällt in diesen Tagen. Und unsere Nachbarländer, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz machen in vermindertem Umfang bereits wieder Präsenzunterricht. Wir haben uns dafür entschieden, die Schulministerin im Konsens mit den Lehrerverbänden, mit den Elternverbänden vorsichtig zu bleiben, weil wir nicht wissen, wie das mutierte Virus wirken könnte. Und deshalb bleibt es bis zum 12. Februar beim Distanzlernen und beschränkten Präsenzangeboten. Aber wir alle tun, was wir können, damit so bald wie möglich wieder auch die Grundschulkinder insbesondere in die Schulen können. Wir hoffen, dass das bald gelingen kann. Die Inzidenzentwicklung ist positiv, aber wir nehmen auch wahr, dass die existenziellen Ängste von Gastronomen, Kulturschaffenden, Einzelhändlern, Touristikern und vielen anderen mehr ebenfalls zunimmt. Trotz aller Wirtschaftshilfen, die zum Teil viel zu spät ausgezahlt worden sind, beginnt bei denen, deren Existenz von einem selbstständigen Betrieb abhängt, die Angst, ob sie diese Krise wirklich mit ihrem Betrieb überleben können. Und wir alle sind die Pandemie leid und uns eint der Wunsch, dass sie doch endlich ein Ende findet und wir wieder ganz normal leben können. Aber der Kampf gegen das Virus ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Wir haben ungefähr die Hälfte hinter uns. Und wir alle wissen, dass die letzten Kilometer immer die härtesten sind. Wir dürfen jetzt in der wohl kritischsten Phase der Pandemie nicht aufgeben. Die Corona-Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe, eine Naturkatastrophe, eine Belastungsprobe historischen Ausmaßes, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Die Menschheit hat immer wieder Pandemien und Seuchen erlebt. Sie haben in früheren Zeiten Millionen Menschen das Leben gekostet. Sie haben soziale und wirtschaftliche katastrophale Entwicklungen zur Folge gehabt. Und für viele Familien in Nordrhein-Westfalen wird Corona auch für immer ein tiefer Einschnitt bleiben. Gestern haben wir die traurige Marke von 10.000 Todesfällen in Nordrhein-Westfalen überschritten. Und bei dieser großen Zahl müssen wir innehalten. Die Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den Opfern der Pandemie mit einer Kerze im Fenster zu gedenken, begrüße ich sehr. Das ist eine schöne, eine verbindende Geste. Und auch wir werden sicher im Frühsommer Formen finden, wie wir an die Opfer der Pandemie erinnern, aber auch an alle die anderen, die vielleicht in Nebenwirkungen ihr Leben verloren haben in diesen Monaten der Pandemie. Jeder Todesfall, jeder schwere Verlauf ist einer zu viel. Und doch zeigt der Vergleich, dass unser Kurs von Maß und Mitte in diesen schwierigen Zeiten der richtige ist.
Er zeigt, dass die Bereitschaft und Disziplin der Menschen, all die beschlossenen Maßnahmen mitzutragen und sich an die Regeln zu halten, sehr viele Menschenleben retten konnte. Nur so wird es gelingen, das Infektionsgeschehen zurückzudrängen und Menschenleben zu schützen. Und die aktuelle Entwicklung macht Mut. Die 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei 97,2 in Nordrhein-Westfalen, bundesweit etwas höher. Zuletzt haben wir eine solche Zahl in Nordrhein-Westfalen gehabt am 25. Oktober. Das war das letzte Mal, dass wir unter 100 lagen. Das ist ein Hoffnungssignal. Das zeigt, die Maßnahmen wirken. Und wir haben derzeit nur noch eine kreisfreie Stadt mit einer Inzidenz über 200. Und wir haben erfreuliche Meldungen, zum Beispiel in der Stadt Münster, wo seit dem 19. Januar die 7-Tages-Inzidenz unter dem kritischen Wert von 50 liegt. Das zeigt, selbst in einer Großstadt ist es möglich, unter 50 zu kommen. Und wir tun alles, damit in der verbleibenden Zeit bis zum 14. Februar wir möglichst nah an diesen Wert von 50 herankommen. Und auch in unseren Krankenhäusern und auf den Intensivstationen entspannt sich die Lage langsam, aber stetig. Am Silvestertag lagen 1.165 Menschen auf der Intensivstation. Am heutigen Tag sind es noch 795 mit sinkender Tendenz. Das sind Hoffnungssignale. Und diese positiven Entwicklungen geben auch den Ansporn, jetzt nicht nachzulassen, die nächsten Wochen noch durchzuhalten, damit wir dann das Geschehen neu bewerten können. Was hinzugekommen ist, ist das mutierte Virus. Es ist in Deutschland angekommen. In Berlin musste am vergangenen Wochenende eine ganze Klinik unter Quarantäne gestellt werden. Gestern eine Klinik in Bayreuth. Und derzeit wird untersucht, ob und wie die mutierten Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und ganz neu aus Brasilien in Deutschland sich ausgebreitet haben. Es scheint sich zu bestätigen, dass die britische Variante B.1.1.7 deutlich ansteckender ist als andere Typen des Virus. Professor Drosten sprach am Freitag vor der Bundespressekonferenz von 22-35%. Das ist weniger als zunächst befürchtet, aber es ist immer noch viel zu hoch, um das Risiko wirklich eingrenzen zu können. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen sehr schnell reagiert, um die Verbreitung der Mutation zu stoppen. Unmittelbar nach Bekanntwerden haben wir Quarantänevorschriften für Einreisende aus dem Vereinigten Königreich verschärft und verpflichtende Tests bei Einreise eingeführt. Bei Einreise aus Virusmutationsgebieten gibt es keine Ausnahme von der Testpflicht. Ein aktueller negativer Test muss schon bei Einreise vorliegen. Außerdem gilt selbst bei negativem Test die 5 Tage Mindestquarantäne. Das RKI hat inzwischen 20 Länder als Hochrisikogebiete eingestuft, da sich doch die mutierten Viren bereits weit verbreitet haben. Und für uns in Nordrhein-Westfalen besonders wichtig die Lage an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden. Sie wissen, wie sehr unsere Freunde in den Niederlanden im Moment betroffen sind vom Virus, von der Krise, aber auch von inneren Unruhen, die gegenseitige Wirkungen haben. Die Maßnahmen sind streng, die Ausgangssperre ist streng, aber es gibt immer mehr Menschen, die sich jetzt plötzlich mit Gewalt dagegen wenden. Wir müssen alles tun, dass das bei uns nicht geschieht. Und deshalb haben wir die Zusammenarbeit in der Cross-Border Taskforce mit Belgien und den Niederlanden noch einmal verstärkt, um alle Informationen zu bekommen, was sich dort tut. Und Karl-Josef Laumann hat angeordnet, dass die Zahl der Sequenzierungen entlang der Grenze deutlich erhöht wird, damit wir wirklich messen können, gibt es
nahe der Grenze zu Belgien und den Niederlanden Anzeichen dafür, dass das Virus auch bei uns ist. Wir vergleichen das mit Zahlen im Rest Nordrhein-Westfalens. Die Universitätskliniken Münster und Düsseldorf machen diese Untersuchung, sodass wir prophylaktisch, vorsorgend, auch wenn es kein Anzeichen gibt, sehen, wie ist die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Wir werden die Ausbreitung der Varianten wahrscheinlich nicht verhindern können, aber wir können sie deutlich verlangsamen. Und alles, was wir im Moment machen, ist ein Rennen mit der Zeit. Die Zahlen herunterbringen, die Entwicklung der Mutante beobachten und alles tun, dass wir auf einen so niedrigen Wert kommen, dass es nicht zu exponentiellen Steigerungen kommt. Je niedriger das Niveau ist, von dem aus diese Variante starten kann, desto länger braucht sie, bis sie sich in ganz Deutschland durchgesetzt hat. Und wir sind gerade dabei, mit viel Mühe und großen Kraftanstrengungen diese zweite Welle hinter uns zu lassen. Und wir müssen unbedingt verhindern, dass es zu einer dritten Welle kommt. Bereits die zweite war deutlich heftiger als die erste, obwohl die Reaktion in der Bevölkerung bei der ersten stärker war als bei der zweiten. Es gab viel weniger Kontakte im Frühjahr, als es sie heute immer noch gibt. Aber die schweren Infektionen, die schweren Verläufe, die Todesfälle sind bei dieser zweiten Welle stärker gewesen als bei der ersten. Und die dritte wird uns noch heftiger treffen. Und deshalb müssen wir alles tun, dass es zu dieser dritten Welle nicht kommt. Und die Erfahrungen aus Irland zeigen, dass ein konsequenter Lockdown auch mit strengen Kontaktbeschränkungen ein gutes Mittel ist, um das mutierte Virus einzudämmen. Im Lichte dieser Entwicklungen haben Bund und Länder vergangene Woche beraten, nach Anhörungen wissenschaftlicher Experten. Und wir waren uns parteiübergreifend einig, dass in dieser schwierigen Lage, die auch mit großer Vorsicht verbunden ist, jeder Schritt sorgsam abgewogen werden muss. Wir haben entschieden, die Maßnahmen und Beschränkungen bis zum 14. Februar fortzuführen. Wo immer möglich sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten, um soziale Kontakte im beruflichen Umfeld und auch auf dem Weg zur Arbeit zu meiden. Zudem müssen seit diesem Montag beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln medizinische Masken getragen werden, deren Schutzwirkung deutlich höher ist als die von Schutzmasken. Und die Experten haben uns dann auch noch mal erklärt, ist vielleicht auch für die Öffentlichkeit wichtig, die FFP2-Masken haben eine Schutzwirkung von 96%, die medizinischen von 92%, sodass beide Masken angemessen sind in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften, im Einzelhandel, um den Schutz zu erhöhen. Und gleichzeitig richten wir den Blick nach vorne. Mitte Februar, wenn die Zahlen in Deutschland weiter so sinken sollten, wie ich sie eben für Nordrhein-Westfalen beschrieben habe, wenn wir mehr wissen über die Virusmutationen in Dänemark und in Portugal, dann können wir die Entwicklungen besser einordnen. Und deshalb arbeiten heute schon die Chefs der Staatskanzleien und der Chef des Bundeskanzleramtes an einer Schrittfolge für mögliche Öffnungen. Es ist nicht der Zeitpunkt, jetzt über einen Zeitpunkt der Öffnung zu sprechen, aber es ist gut, jetzt schon mal die Kriterien zu klären, in welcher Reihenfolge denn was stattfinden wird. Und dass Schule und Kita absolute Priorität hat, ist ebenfalls unstrittig. Vorschnelle Öffnungen, die das Erreichte gefährden könnten, wird es nicht geben. Das ist übrigens auch der Unterschied zum Frühjahr. Im Frühjahr sanken die Zahlen Woche für Woche mit deutlich erkennbarer Tendenz. Und damals haben wir gesagt, jetzt muss auch bald Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. Und die Wirkung war, dass bis zum Sommer die Zahl immer weiter herunterging. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, in der wir nicht wissen, was das mutierte Virus macht. Und wir sind auch nicht im Frühjahr, sondern mitten im Winter, was ein Unterschied ist in der Bewertung der Lage. Und manche sagen, ja, wo ist denn der Langzeitplan? Wir brauchen eine langfristige Perspektive. Und ich sage jedem, die kann es nicht geben. Keiner kann heute sagen, was im Mai und im Juni und im Juli geöffnet oder geschlossen wird.
Allein die letzten Wochen haben uns das doch alle noch mal gelehrt, mit dem Auftreten der mutierten Viren, die so niemand in seinen Planungen auf dem Schirm hatte. Plötzlich waren sie da in Großbritannien. Mit Lieferschwierigkeiten bei Pharmakonzernen. Jetzt mit dem Streit, ob denn zugesagte Verträge eingehalten werden, wie bei einem Unternehmen. Alles das sind Unsicherheiten, die es verbieten, den Eindruck zu erwecken, als wüsste man heute am 27. Januar, was am 27. Mai die Viruslage in Deutschland ist. Das ist eine falsche Herangehensweise. Das mag hier nicht jeder so sehen, das klingt auch gut, wenn man sagt, wir brauchen jetzt endlich mal einen Plan. Es ist eine einzigartige Situation, in der man angemessen reagieren muss. Lassen Sie mich einen Satz zum Impfen sagen. Hoffnung machen die Impfungen. In Nordrhein-Westfalen wurden, Stand gestern Abend, 447.121 Impfungen durchgeführt. 347.177 Menschen haben eine erste Impfung erhalten und 99.944, also fast 10.000, eine zweite Impfung. Fast alle impfwilligen und impffähigen Menschen in Alten- und Pflegeheimen haben bei uns in Nordrhein-Westfalen durch die mobilen Teams eine erste Impfung bekommen. Und seit vorletztem Sonntag laufen die Zweitimpfungen, sodass wir noch im Februar, also in wenigen Tagen beginnt der Februar, in diesem Monat werden die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen sein. Das ist eine wichtige Schutzmauer um die vulnerabelsten Personen in unserer Gesellschaft. Und es war klug, das behutsam zu machen, Karl Josef, und die zweite Hälfte der Impfmengen zurückzuhalten. Das hilft dann in der bundesweiten Statistik nichts. Besondere Schlauberger sagen ja, die anderen haben alle schneller geimpft. Ich erlebe im Moment in anderen Bundesländern, dass sie eine interne, so ähnlich wie wir, Regierung, Opposition, Debatte haben, wenn man einfach schneller impfen wollte und mehr verimpft hat in der zweiten Impfung, die eigentlich ja reserviert werden musste, hoffend, dass der Impfstoff kommt und jetzt kommt er nicht und jetzt geht es mit der zweiten Impfung langsamer. Das ist bei uns nicht passiert. Wir haben exakt die Menge bereitgehalten. Die wird jetzt verimpft. Damit ist der Schutz der Menschen größer. Und ich habe mich auch dagegen gewehrt, dass man das nun parteipolitisch da missbraucht in den anderen Ländern. Das hilft nicht weiter. Die Kollegen haben das anders entschieden. Nur aus diesem Thema Impfen, was kompliziert genug ist, 18 Millionen Nordrhein-Westfalen zu impfen, hat noch niemand je machen müssen. Das ist etwas, was uns allen gut täte, nicht zu tun. Kann niemand daran gehindert werden, das trotzdem zu tun. Aber das, was hier geplant ist, ist eine große Leistung. Und nun kommen die 80-Jährigen und Älteren, die nicht in Pflegeheimen sind. Nordrhein-Westfalen hat im Gegensatz zu allen anderen Ländern diese älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger angeschrieben. Mit der Post ein Brief, ganz analog, wo man exakt seine Informationen bekommt. Über 1 Million Menschen. Dass, wenn die jetzt alle gleich zum Hörer greifen, es bei jeder Hotline Probleme geben kann, ist doch logisch, ist doch lebensfremd, zu glauben, dass das gut geht. Meine Brüder haben mir das auch geschrieben. Wir haben für den Vater das angemeldet. Wir haben so und so viele hunderte Versuche gehabt, bis wir den Termin hatten. Ja, gut, das kann man so im persönlichen Bereich mal sagen. Da wird es viele Menschen geben, die sich auch geärgert haben. Die Frage ist, ob man das dann parteipolitisch 2-3 Stunden später bereits für Erklärungen nutzen will oder ob man anerkennt, dass das ein gigantischer Vorgang ist, 1 Million Menschen zu informieren und ihnen dann Termine zu geben. Und das Ergebnis ist, am Montag und am Dienstag konnten an rund 275.000 Menschen ganz exakte Termine mit Uhrzeit und allem gegeben werden. In den nächsten Tagen werden alle, ja, das Leben ist manchmal komplizierter als
Zwischenrufe das erkennen lassen in ihrer Vielfalt. In den nächsten Tagen werden alle der rund 1 Million über 80-Jährigen einen Termin vereinbaren können. Das Impfen beginnt am 8. Februar. Dann werden landesweit 70.000 Impfungen pro Woche stattfinden. Eine riesige Zahl. Alles natürlich abhängig von den Lieferungen, die uns erreichen. Nach jetzigem Stand 70.000 Menschen pro Woche. Wir hätten uns alle Millionen Dosen an Impfstoffen gewünscht. Wir hätten uns alle gewünscht, dass das schneller geht, dass das einfacher geht. Aber ich danke trotz allem den kassenärztlichen Vereinigungen im Westfalen und im Rheinland, dass sie diese Aufgabe für uns übernehmen. Sie machen einen riesigen Job, den sie gut machen in diesen Tagen. Alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind gleichermaßen betroffen. Die Bundeskanzlerin hat vergangene Woche das Ziel der Bundesregierung erneuert, bis zum Ende des Sommers allen Menschen ein Impfangebot zu unterbreiten. Und wir tun alles, das so gut wie möglich umzusetzen. Und ich bin froh, dass in diesen Tagen Karl-Josef Laumann der Minister ist, der mit bewährter Praxisnähe, mit bewährter auch Erfahrung im Umgang mit denen, die das machen müssen, diese Verantwortung trägt. Vielen Dank für diesen großen Job, Karl-Josef Laumann. Parallel zur laufenden Impfkampagne konzentrieren wir alle Kräfte der Biotechnologie, die in Nordrhein-Westfalen besonders stark ist, den Prozess der Impfstoffproduktion noch einmal zu beschleunigen. Das Unternehmen Baxter Oncology, spezialisiert auf Krebstherapien, wird in wenigen Wochen an seinem Standort in Halle in Westfalen in die Abfüllung des mRNA-Impfstoffes von BioNTech einsteigen. Wenige Kilometer weiter in Bielefeld sitzt das Unternehmen Plasmid Factory, das essentielle Ausgangsstoffe für die Impfstoffherstellung produziert und an die großen Hersteller liefert. Und es gibt weltweit nur ganz wenige Unternehmen, die diese Stoffe herstellen können. Wir als Land fördern den Ausbau der Produktion mit erheblichen Mitteln. In Hilden produziert das Unternehmen Kiagen, PCR- und Schnelltests und Reagenzien für die Probeaufbereitung in den Laboren. Auch hier fördert das Land den Ausbau der Produktion. Denn wir brauchen weiter eine starke Diagnostik, um das Infektionsgeschehen erkennen und eindämmen zu können. Und ich werde in den nächsten Tagen zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister, mit der Firma Bayer und dem Tübinger Unternehmen CureVac ein Gespräch führen. Dort gibt es seit Anfang des Jahres einen Kooperationsvertrag zur Impfstoffproduktion. Und Bayer stellt jetzt sein globales Netzwerk zur Verfügung, um die aufwendigen Arbeiten bei der Zulassung dieses Impfstoffs zu beschleunigen. Das ist nämlich auch eine Lehre. BioNTech brauchte Pfizer aus den USA, um diese 40.000 Tests weltweit durchzuführen. CureVac erhält jetzt die Unterstützung von Bayer in Nordrhein-Westfalen. Und ich erinnere uns alle daran, wenn die Pandemie mal vorbei ist, die Tonlage, in der wir über Pharmaunternehmen reden, müssen wir ändern. Wir brauchen starke Pharmaindustrie bei uns im Land, damit wir handlungsfähig sind und nicht abhängig sind von Lieferungen aus den USA oder aus anderen Teilen der Welt. Das muss wieder ein Punkt sein, dem wir uns widmen. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, zur Identität Nordrhein-Westfalens gehört immer die große Solidarität seiner Menschen. Diese Solidarität macht unser Land aus, sie macht unser Land stark. Mit jeder Woche, in der Zehntausende Menschen geimpft werden, verbessert sich der Schutz für die gesamte Gesellschaft. Und zudem haben wir den größten Teil der kalten Jahreszeit, die besonders kritisch ist, hinter uns. Sobald die Temperaturen weiter ansteigen, hat es das Virus schwerer. Und zugleich sind dann wieder viele Aktivitäten im Freien möglich. Bei dieser ersten Regierungserklärung zu diesem Thema
in diesem Jahr, im Januar, kann ich mit mehr Hoffnung in das Jahr blicken als bei den letzten Erklärungen im November und Dezember. Wir haben viel geschafft, und wenn wir jetzt durchhalten, wird es uns gelingen, ein besseres Jahr 2021 zu erleben. Nordrhein-Westfalen kann das, wir werden das zusammen durchstehen, und da bittet die Landesregierung um ihre Unterstützung.